Hallo und herzlich willkommen zu unserem monatlichen Treffen, das inzwischen zu einer regelmäßigen Gelegenheit geworden ist, Bilanz zu ziehen, sich auszutauschen und ein wenig mehr zu verstehen über, sagen wir mal, die fabelhafte Welt der Kunststoffe. Das heutige Thema unseres Webinars ist die Nachhaltigkeit von thermoplastischen Kunststoffen. Wie immer, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie die gerne ins Chatfenster schreiben. Wir schauen es uns am Schluss an, gegebenenfalls im Nachgang beantworten wir dann noch die Fragen. Werfen wir nun zunächst aber noch einen kurzen Blick auf unser Programm. Unsere Reihe der Herbstwebinare haben wir vor 4 Wochen mit dem Blick ins technische Datenblatt begonnen, einem Thema, das sehr technisch und sehr nah an der Projektarbeit ist. Heute befassen wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit, die Nachhaltigkeit von thermoplastischen Werkstoffen. Worüber reden wir also heute? Die Frage ist nicht trivial, denn das Wort Nachhaltigkeit wird heute mit 1000 verschiedenen Bedeutungen verwendet. Es ist zum Synonym für umweltfreundlich, umweltverträglich, nicht aus Erdöl gewonnen und 1000 anderen Bedeutungen geworden, die manchmal richtig, aber unvollständig und manchmal völlig aus dem Zusammenhang gerissen oder völlig falsch sind. Dies alles wollen wir in unserer heutigen Veranstaltung etwas näher betrachten. In bereits 3 Wochen, am 17. November, nehmen wir uns dann dem Thema Kunststoffe und Design an. Hierbei steht dann Farbe und Ästhetik von Polymeren im Mittelpunkt. Zuletzt findet dann am 15. Dezember das letzte Webinar in diesem Jahr statt. Zum Abschluss betrachten wir nochmals ein Thema, welches sicherlich sehr interessant sein wird und im Kernbereich der LATI-Produkte liegt. Flammgeschützte Compounds, Lösungen und Anwendungen. Dieses Webinar war gleich zu Beginn unserer Rückmelderunde stark angefragt. Wir reden darüber, was es in der Welt der flammgeschützten Kunststoffe Neues gibt und in welche Richtung sich die Produkte und Anwendungen entwickeln. Wir hoffen, mit dieser breiten Themenauswahl einen großen Bereich der verschiedenen Interessen abdecken zu können. Starten wir also nun in unser heutiges Thema. Wenn wir also über Nachhaltigkeit sprechen wollen, insbesondere auch in Bezug auf die Welt der Kunststoffe, aber dies richtig und ohne zu schummeln zu wollen, müssen wir uns die Begriffe einigen und einen Moment lang davon ausgehen, was nachhaltige Entwicklung wirklich bedeutet. Nachhaltige Entwicklung, und dies ist die beste formale Definition, eine Form der wirtschaftlichen, sozialen, technologischen und demografischen Entwicklung, die auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden kann. Der Schlüssel zum richtigen Verständnis dessen, was mit Nachhaltigkeit gemeint ist, liegt in diesem Wort, unbestimmte Zeit. Wie können wir diese Definition in operative Begriffe übersetzen? Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jeder Prozess, der nachhaltig sein will, darauf abzielen muss, dass die Menschen, die in Zukunft auf diesem Planeten leben werden, unsere Kinder, Enkel und Urenkel, über die gleichen Ressourcen verfügen wie wir heute. Und dass diese Ressourcen daher geschützt und nicht wieder unwiderruflich verbraucht werden dürfen. Ein wichtiger Punkt, den wir oft vergessen, ist, dass mit Ressourcen nicht nur die Verfügbarkeit von Rohstoffen gemeint ist, das Spiel findet in mehreren Bereichen statt. Es sind vor allem 3, die als die Säulen der Nachhaltigkeit gelten. Zunächst einmal die Wirtschaft. Eine Wirtschaft, die neue Entwicklungsmodelle entwickeln sollte, um die Ungleichgewichte zwischen den Industrieländern und den in Anführungszeichen rückständigen Volkswirtschaften auszugleichen, das Erbe der Welt neu zu bewerten und dabei den Reichtum zu berücksichtigen, der sich aus der Vielfalt auf unserem Planeten ergibt, von der kulturellen Vielfalt bis zur biologischen Vielfalt und so weiter. Dies ist ein Thema, das den Rahmen dieses Vortrags sprengen würde. Aber ich erwähne es, weil es dennoch ein äußerst interessantes Thema ist. Die zweite Säule ist die Gesellschaft. Unter sozialer Nachhaltigkeit verstehen wir das Erreichen
von mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft durch die Beseitigung von Armut, die Schaffung von Bedingungen, die jedem Menschen ein Leben in Würde ermöglichen. Wohlfahrt, soziale Verantwortung der Unternehmen sowie das Recht auf Pflege und Gesundheit im Allgemeinen. Und schließlich der dritte Aspekt, den wir alle immer vor Augen haben, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Und das Thema unserer nächsten gemeinsamen Stunde sein wird. Auswirkungen auf die Umwelt. Heute sprechen wir über die Nachhaltigkeit von Kunststoffen und wir werden uns ausschließlich auf diesen Aspekt der Nachhaltigkeit konzentrieren. Denn wir arbeiten mit Kunststoffen und wollen deshalb über Kunststoffmaterialien sprechen. Und so fragen wir uns, wie nachhaltig sind sie unter den Bedingungen, die wir gesehen haben? Das heißt, effiziente Nutzung von Rohstoffen, Energie, Regenerationsfähigkeit der Umwelt, der Flora und Fauna sowie des Wassers. Wie nachhaltig sind Kunststoffe unter diesen Bedingungen? Nun sagen wir einfach, dass Sie alle wissen, dass sich die Vorstellung, die wir von diesen Materialien haben, in den 100 Jahren ihrer Geschichte, wenn nicht in der Substanz, so doch zumindest in der Wahrnehmung sehr verändert hat. Um Ihnen ein Beispiel zu geben. Polypropylen wurde 1954 zum ersten Mal synthetisiert und war in den frühen 1960er Jahren, in Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs, ein Versprechen für ein besseres Leben. Die Gegenstände der Hausfrauen wogen weniger, hielten länger, da keine Korrosion, keine Dellen und waren auch schöner und bunter. Mit dieser Wahrnehmung ist Kunststoff nachhaltig. Es bedeutet bessere Sozial- und Arbeitsbedingungen, niedrigere Kosten sowie die Möglichkeit, Dinge zu tun, die vorher nicht möglich waren. 60 Jahre später ist dies der heutige Stand der Dinge. Somit ist die Wahrnehmung vieler, auch wenn nicht aller, so wie hier dargestellt. Aber ist dies wirklich der Fall? Und die Frage aller Fragen, reicht es aus, die ganzen Kunststoffe um uns herum zu beseitigen, um diese Probleme zu lösen und besser zu leben? Wir könnten eine Umfrage machen, aber ich möchte versuchen, Ihnen eine andere Sichtweise zu vermitteln. Die Antwort ist eigentlich, dass die Frage falsch ist. In dem Sinne, dass man nicht alles mit einer Schwarz-Weiß-Sichtweise lösen kann. Kunststoffe verschmutzen die Flüsse. Also lasst uns die Kunststoffe loswerden. Dies ist nicht der richtige Ansatz. Das wäre so, als würde man sagen, um einen schönen Vergleich eines Kollegen von mir aufzugreifen, es gibt den elektrischen Stuhl, der tötet. Also sollten wir die Elektrizität abschaffen. Versuchen wir die Dinge mit einem wissenschaftlichen Ansatz zu bewerten. Dem einzigen, der uns erlaubt, ohne Vorurteile zu argumentieren und vor allem mit der Möglichkeit, ein numerisches Maß anzugeben, das alle Aspekte bewertet. Wir stellen fest, dass Entscheidungen, die auf den ersten Blick vernünftig erscheinen, sich auf globaler Ebene gesehen als völlig falsch erweisen. Ich bringe Ihnen zwei Beispiele. Versuchen wir für einen Moment denjenigen zuzustimmen, die Kunststoffe abschaffen wollen und versuchen, es mit einem Kunststoff zu tun, der besonders beliebt ist. Das sind PET-Getränkeflaschen sowie die sehr ökologisch positiv bewerteten Glasflaschen. Und zu guter Letzt die Dose aus Aluminium. Um eine korrekte Bewertung vornehmen zu können, müssen wir uns zunächst mit einer Regel ausstatten. Das heißt, mit einem Werkzeug, das uns erlaubt, die Auswirkungen dieser Maßnahme wirklich zu messen. Betrachten wir also die PET-Flasche in einer allgemeinen und globalen Perspektive um 360 Grad, die vom Beginn ihres Lebens, von der Gewinnung von Rohstoffen bis zum Ende der Lebensdauer geht. Diese Betrachtung wird mit einem extrem verfeinerten Werkzeug, genannt der Analyse des Lebenszyklus oder kurz LCA, durchgeführt. Ich verliere nicht viel Zeit damit zu erklären, was eine Lebenszyklusanalyse ist,
sondern bedenke, dass es sich um ein Werkzeug handelt, das unter anderem von jedermann durchgeführt werden kann, da es auch kostenlose Online-Tools gibt, die genauso gut sind wie die professionellen und daher reproduzierbar. Vor allem aber stützt es sich auf riesige Datenbanken, die immer auf dem neuesten Stand sind, was alle Prozesse und alle Auswirkungen dieser Prozesse auf die Umwelt angeht. Die Betrachtung erfolgt also von der Gewinnung der Rohstoffe über die Produktion und dann am Ende des Lebens bis zur Entsorgung von praktisch jedem Material, jedem Gegenstand. Für Getränkeverpackungen wurde vor ein paar Jahren von einer amerikanischen Firma sehr detailliert untersucht und ausgewertet, welche Auswirkungen das Material hat, das benötigt wird, um 3000 Liter Getränke in Glas, Kunststoff oder Aluminium zu verpacken. Diese Betrachtung erfolgt auf die verschiedenen Aspekte vom Energieverbrauch bis zur Abfallproduktion. Die Ergebnisse sind dann in gewisser Weise auch verblüffend. Allerdings nicht so, wie das gängige Denken erwarten lässt. Energieverbrauch der PET-Flasche ist der geringste und somit ist sie die ökologischste Wahl. Um PET zu produzieren, muss Öl natürlich polymerisiert werden. Aber es ist eine Operation, die bei verhältnismäßig ziemlich niedrigen Temperaturen durchgeführt wird. Man benötigt viel weniger Energie als zum Beispiel für das Glas, das aus Quarzsand und bei Temperaturen von über 2000 Grad hergestellt wird. Oder Aluminium, das auf jeden Fall Temperaturen von 1500 Grad erfordert, um es zu verarbeiten. Unter dem Gesichtspunkt der verbrauchten Energie ist somit die PET-Flasche die weitaus ökologischere Wahl von Produkten. Die PET-Flasche hat auch bei den erzeugten Abfällen aufgrund ihrer Dichte, die niedriger ist, natürlich einen weiteren Vorteil. Aber bei der allgemeinen Betrachtung kommen auch noch die Nebenprodukte hinzu, die jeder Produktionsschritt verursacht und auch hier produziert die PET-Flasche am wenigsten Abfall von allen Rohstoffen, da über 90% verwendet werden, um das Endprodukt herzustellen. All dies hat am Ende Einfluss auf die Treibhausgasemissionen, die Sie hier noch einmal sehen. Die PET-Flasche als diejenige, die weniger verschmutzt unter den drei Verpackungen. Treibhausgasemissionen sind hierbei abhängig von vielen einzelnen Faktoren. Bei diesen Analysen geht es nicht nur um die Produktion, sondern zum Beispiel auch um den Transport von der Polymerisationsanlage oder von der Herstellung der Flaschen zur Abfüllanlage. In einem Lastwagen mit PET-Flaschen kann ich eine Menge davon laden, denn sie wiegen viel weniger als die anderen Produkte. Als Preform nehmen sie sogar viel weniger Platz ein, weil die Vorformlinge erst in der Abfüllung direkt geformt wurden. Bei denjenigen, die mit Glas und Aluminium abfüllen, ist das nicht möglich. Das Glas zu transportieren ist ein Vorgang, der zum Beispiel viel Lkw-Ladekapazität erfordert. Daher ist und bleibt die PET-Flasche auch unter diesem Gesichtspunkt diejenige, die die geringsten Umweltauswirkungen hat. Auch die PET-Flasche, wenn sie wirklich sauber gewaschen wird, kann mehrmals wiederverwendet werden. Hier haben wir aber ein kulturelles Problem, denn für uns scheint Kunststoff immer als eine Sache, die wir mit Wegwerfgebrauch verbinden. Wir sollten beginnen, mehr als nur über das Material zu denken. Zum Beispiel die Tüte aus dem Supermarkt, die wir alle nur einmal verwenden und heute darüber sprechen, sie durch biologisch abbaubare Kunststoffe zu ersetzen. Hier haben wir auch gängige Ersatzstoffe zur Verfügung. Wir haben die Baumwolltaschen, wir haben die Papiertüten und wir haben die wiederverwertbaren Polypropylentaschen. Auch hierzu gibt es eine schöne LCA-Studie. Eine Überprüfung von 7 durchgeführten Studien und nur eine der vielen verschiedenen Studien, die vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen durchgeführt wurden. Ich erspare Ihnen die Details. Wenn Sie wollen, können Sie diese auf 130 Seiten im Netz nachlesen. Ich möchte darauf hinweisen, was aus diesem Bericht hervorgeht. Nämlich, dass im Falle von Einwegbeuteln, die für die Beutel ursprünglich entwickelt wurden,
die alten Beutel, die fast nicht mehr zu finden sind, weil sie mehr und mehr ersetzt wurden und in Italien zum Beispiel komplett abgeschafft wurden, diejenigen sind, die in absoluten Zahl die geringsten Auswirkungen auf die Umwelt haben. Und zwar in fast allen Aspekten, von den Treibhausgasen bis zum Energieverbrauch. Abgesehen von der Tatsache, dass sie sehr leicht sind und daher leichter vom Wind fortgetragen werden können und dadurch den Mülldeponien zu entkommen, haben sie in allen anderen Aspekten eine bessere Bewertung. Und um die Umweltbelastung der PP-Beutel auszugleichen, müssen diese in etwa 14 Mal wiederverwertet werden, um die gleichen Auswirkungen wie eine PE-Tüte zu haben. Die Papiertüten aus dem Supermarkt müssen 50 Mal wiederverwertet werden. Und die Baumwolltaschen 50 bis 150 Mal. Stellt sich die Frage, warum wir die Einwegplastiktüte nur einmal benutzen? Warum nutzen wir diese nicht ein zweites Mal, um zum Beispiel den Müll zu Hause wegzuwerfen? Dies würde die Umweltbelastung somit sofort nochmals halbieren. Viele verwenden eine Papiertüte viele Male. Auch die Baumwolltasche kann dutzende Male wiederverwertet werden. Wer von uns ist in der Lage, eine Papiertüte 50 Mal wieder zu verwenden, um die Umweltauswirkungen auszugleichen? Auch ich habe die Papiertüte im Haus. Und diese wird in den meisten Fällen ebenfalls nur einmalig verwendet. Um diese Papiertüte herzustellen, benötigt man sehr viel Wasser, eine riesige Menge an Energie. Und so stellen wir fest, es ist wie immer. Nur eine weitere vorgelagerte Frage, die nicht berücksichtigt wird. Und es macht die Plastiktüte wieder zur besseren Wahl aus ökologischer Sicht. Das wurde auch durch die Unternehmen einer amerikanischen Universität von dänischen, englischen, südafrikanischen und australischen Umweltschutzorganisationen bestätigt. Dies zeigt, dass es nicht eine einzige Studie ist, welche die Plastiktüten bevorzugt, sondern eigentlich wissenschaftlicher Konsens. Trotzdem wurde sie in Italien tatsächlich per Gesetz abgeschafft. Wir haben diese beiden Beispiele aufgezeigt, um zu sagen, dass die Abschaffung von Kunststoffen, wie sie gelegentlich vorgeschlagen wird, nicht die Lösung ist. Kunststoffe sind einer der Hauptfaktoren, die die Welt zu dem gemacht haben, wie wir sie heute kennen. Und ich spreche nicht von der Verschmutzung. Ich spreche von der Tatsache, dass bestimmte Dinge, die wir heute für selbstverständlich gehalten haben, einfach nicht möglich wären. Wenn es keine Kunststoffe gäbe, könnten wir in unserer heutigen Form nicht wirklich existieren. Aber wenn das nicht die sind, die mir in den Sinn kommen, möchte ich nur drei nennen, aber wirklich nur aus Tausenden von Möglichkeiten. Zunächst einmal der Elektrobereich. Heute vertrauen wir den Kunststoffen die Möglichkeit an, unsere Häuser, unsere Büros, unsere Unternehmen mit Strom zu versorgen und vor allem dies sicher zu tun. Kabelbinder, Abzweigdosen, bestehend aus isolierenden Polymeren, die nicht oxidieren oder korrodieren und schwer entflammbar sind. Natürlich gab es auch schon vor der Kunststoff eine Alternative. Kabel wurden zum Beispiel mit Jute ummantelt. Schalter waren aus zerbrechlicher Keramik gefertigt. Aber wer kann sich die heutige Welt, in der alles elektrisch und elektronisch ist, ohne Kunststoffe vorstellen? Zweiter Bereich, Personen- und Arbeitsschutz. Handschuhe, Helme, Protektoren, leichte elektrisch isolierte Werkzeuge. Gibt es eine Alternative zu Kunststoffen? Natürlich, aber wer würde sich damit auf den einen oder anderen Motorrad sicher fühlen? Und an dritter Stelle, neben vielen anderen, steht der medizinische Sektor. Hoffentlich braucht es niemand. Aber wenn Sie heute in ein Krankenhaus gehen, sind alle Instrumente von Spritzen bis zu Kathetern, von Masken bis zu Blutbeuteln, sogar bestimmte Arten von Prothesen aus Kunststoff, weil es das einzige derzeit verfügbare Material ist, das die höchsten Sicherheits- und Hygienestandards und so weiter garantieren kann. Natürlich können wir auch ohne sie auskommen.
Verwenden Sie doch Glasspritzen oder alte Alternativen zu Masken. Aber wer von Ihnen würde sich dann sicher fühlen? Zurück zum Thema. Lassen wir zunächst einmal alle Vorurteile und Slogans hinter uns, die heute aus Unwissenheit oder manchmal auch aus wissenschaftlichem Interesse kolportiert werden. Wir sollten nicht glauben, dass wir kein Problem haben. Die Fotos, die wir auf einer der vorherigen Fotos gesehen haben, sind wahr. Es gibt tatsächlich Strände, die mit Plastikmüll übersät sind. Aber gerade weil es ein Problem gibt, sollten wir keine Zeit damit verschwenden, fragwürdigen Theorien und vielleicht fragwürdigen Personen nachzujagen. Vielmehr sollten wir analysieren, was die Situation, die wir erleben, wirklich ist und was getan werden kann, um sie zu verbessern, wenn nicht gar zu lösen. Beginnen wir mit ein paar Zahlen. Erstens, mit wie viel Kunststoff müssen wir umgehen? Um die Zahlen besser zu veranschaulichen, sollten wir einen Vergleich verwenden. Wir wählen hier das Empire State Building. Ein sehr berühmter Wolkenkratzer in New York, den Sie sicher alle kennen. Er ist knapp 400 Meter hoch und an der Basis etwa 140 Meter breit. Neben dem Wolkenkratzer ist 1 Million Tonnen Kunststoffe dargestellt. Ein riesiger Lego-Würfel von dieser Größe. Behalten wir diese Darstellung als Referenz. Im Jahr 1950 stehen wir am Anfang des Kunststoffbooms. Lati war 5 Jahre alt und es wurde weltweit etwa 1,5 Millionen Tonnen Kunststoffe verwendet. Eine Menge. Nun, das kommt auf den Blickwinkel an. Vor 2 Jahren, im Jahr 2019, lag der Weltverbrauch bei, und hier müssen wir ein wenig heranzoomen, 368 Millionen Tonnen. In den 70er Jahren, ich denke, es als Boom zu bezeichnen, ist nicht übertrieben. Um hier den Blickwinkel noch etwas einzugrenzen, Europa verbraucht etwa 51 Millionen Tonnen Kunststoffe im Jahr. Italien, das nach Deutschland das zweitgrößte europäische Land ist, verbraucht etwa 7 Millionen Tonnen. Deutschland selbst hat laut Statistischem Bundesamt einen doppelt so hohen Kunststoffverbrauch wie Italien, nämlich 14 Millionen Tonnen. Und wofür werden wir nun diese ganzen Kunststoffe verwendet? Der wichtigste Sektor, der Kunststoffe verwendet, ist die Verpackungsindustrie. Fast die Hälfte des jährlich produzierten Kunststoffsparks wird zu Verpackungen. Manchmal wird zu viel verpackt, denn das dabei verwendete Plastik, das Sie zum Beispiel auch beim Einkaufen bemerken, hat eine sehr kurze Lebensdauer. Aber auch hier hat sie dazu beigetragen, die Lebensmittelverschwendung zu begrenzen, die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verlängern, Verunreinigen zu vermeiden und so weiter. Der zweitwichtigste Verbrauchssektor ist das Baugewerbe. Rohre, Paneele, Befestigungen, Isolierungen und so weiter. Kunststoffe, die viel länger halten, Jahre oder Dutzende von Jahren, aber auf jeden Fall einen bedeutenden Prozentsatz der gesamten Kunststoffproduktion ausmachen. Der dritte Sektor ist der Verkehr im Allgemeinen und das Auto im Besonderen. Ich brauche Sie nicht daran zu erinnern, wie viel Kunststoff in unseren Autos steckt und welchen Beitrag es zur Entlastung und damit zur Senkung des Verbrauchs leistet. Es folgen die Sektoren Elektro- und Elektronikgeräte sowie die Haushaltsanwendungen. Der Haushaltssektor, das heißt alle Kunststoffe, die wir im Haushalt verwenden, Zahnbürsten, Topfgriffe, Lebensmittelbehälter, Kühlschranktaschen und so weiter. Danach die Landwirtschaft, hauptsächlich Folien für Gewächshäuser und Milchmaterial, aber schließlich alles andere. Nun, wenn man diese Diagramme zeigt, ist der Teil, der als Sonstiges bezeichnet wird, normalerweise immer klein. In diesem Fall ist es ein großer Teil, aber nicht aufgrund von Unwissenheit. Das liegt daran, dass Kunststoffe in so vielen Bereichen vertreten sind, dass es unmöglich wäre, sie alle aufzuzählen. Eigentlich könnten wir sagen, alle. Diese hohe Zahl ist also ein weiterer Beweis
für die weit verbreitete Verwendung von Kunststoff. Und was passiert mit dem ganzen Kunststoff, wenn er nicht mehr gebraucht wird? Und hier kommen wir endlich zu den wirklichen Problemen. In erster Linie geht es um die Bewirtschaftung von Kunststoffabfällen. Aber auch hier sollten wir uns die echten Daten anschauen. Kehren wir zu unserem Wolkenkratzer zurück und konzentrieren uns auf Europa. Das, wie wir gesehen haben, rund 51 Millionen Tonnen Kunststoffe pro Jahr verbraucht. Neben diesem Verbrauch fallen in Europa auch rund 29 Millionen Kunststoffabfälle an. Und wo landet dies nun? In Europa sind wir besonders gut im Recycling von etwa einem Drittel der Kunststoffabfälle. Ein wenig mehr wird in Energie und Wärme umgewandelt. Wir sagen, dass es sich um Energieabfall handelt, weil es sich für die Leute schlecht anhört, wenn sie sagen, dass er verbrannt wird. Aber das ist nur eine semantische Frage und spiegelt nicht das wirkliche Problem wider. Und etwa ein Viertel landet auf der Mülldeponie, welches unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit der schlechteste Ort ist für die Entsorgung von Abfällen, insbesondere von Kunststoffen. Da es in einer Deponie vergraben ist, sieht unser Kunststoff kein Sonnenlicht, kommt nicht mit Luftsauerstoff in Kontakt und wird nicht von Mikroorganismen angegriffen. Alle Handlungen, die zu seiner Verschlechterung beitragen. Aber es ist natürlich immer besser, Kunststoffe auf einer Deponie zu lagern, die eine kontrollierte und abgeschlossene Umgebung darstellt, als sie in die Umwelt zu bringen. Ja, und denn das, was nicht an diesen drei Orten landet, wird verstreut. Auch wenn wir in Europa recht gut sind, in anderen Teilen der Welt sind wir nicht so gut. Diese Karte zeigt den prozentualen Anteil der in den einzelnen Ländern produzierten Abfälle, die nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, aufgegeben, auf unkontrollierten oder illegalen Mülldeponien abgeladen und so weiter. Sie können sehen, dass Italien besonders tugendhaft ist. Die Werte für Deutschland liegen auf einem vergleichbaren Niveau. Aber China zum Beispiel, das noch mehr verbraucht, verstreut eine enorme Menge. Das gleiche gilt für Indien und, zu unserer Überraschung, für die Vereinigten Staaten, die 10-mal so viel Kunststoffe wie Deutschland nicht ordnungsgemäß entsorgen. In absoluten Werten sind dies etwa 300.000 Tonnen. Ein großer Teil dieser Kunststoffe landet in Flüssen und Meeren. Und man kann sehen, wo die Flüsse sind, die den größten Teil des schwimmenden Plastiks ins Meer tragen. Kurze Erläuterung. Es geht nicht darum, dass wir aus dem Westen immer gut und sauber sind, während Afrikaner, Chinesen und so weiter schmutzig und schlecht sind. Dafür gibt es noch einen weiteren Grund. Nehmen Sie Beispiel China. China hat in nur 20 Jahren einen größeren wirtschaftlichen Aufschwung erlebt als der alte Kontinent in 200 Jahren. Die Wirtschaft war in jeder Hinsicht ökologisch nachhaltig, aber von Armut geprägt. Der Wohlstand stieg und mit ihm der Konsum von übrigens 1,5 Milliarden Menschen. Gleichzeitig blieb keine Zeit für die Entwicklung einer Kultur der Kunststoffabfallbewirtschaftung und für ein strukturiertes staatliches Eingreifen in diesem Bereich. Wir können es also beispielsweise den Filipinos nicht verübeln, dass sie ihre Kunststofftüten auf die Straße werfen. Sie sehen wahrscheinlich nicht viele davon und ich kann mir vorstellen, dass sie mehr daran interessiert sind, sich mit dem Inhalt zu ernähren, als sich darüber Sorgen zu machen, dass die Verpackung auf dem Boden landet. Dies würde jedoch unseren Rahmen sprengen und ich erwähne es nur als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen, aber auch, um diese Phänomene in einen gewissen Zusammenhang zu stellen. Wenn wir auf unseren Kunststoff zurückkommen und ihn jetzt aus industrieller Sicht betrachten, dann betrachten wir nun einmal den gesamten Produktionszyklus von Kunststoffen. In allen Prozessschritten der Kunststofferzeugung und Kunststoffverarbeitung entstehen Abfälle.
bei der Polymerisierung, dem Compounding, der Verarbeitung und bei den Verbrauchern. Selbstverständlich sind wir alle mit der Sammlung von Kunststoffabfällen im Haushalt vertraut. Es gibt jedoch einen deutlichen Unterschied zwischen den von der Industrie und von den Endverbrauchern erzeugten Kunststoffabfällen. Industrieabfälle oder besser gesagt postindustrielle Abfälle sind in den allermeisten Fällen reine Abfälle. Wer ein Polymer verarbeitet, erzeugt Abfälle aus diesem Polymer. Wenn er die Produktion ändert, ändert er auch die Säcke, in die er seine Abfälle steckt. Er ist auch ein Fachmann für Kunststoffe und kennt den Unterschied zwischen Polyamid und Polypropylen oder Polyethylen und so weiter. Er kann sie unterscheiden. Die Postkonsumerabfälle hingegen sind anders. Sie werden sortiert, aber es wird nicht zwischen den Polymeren unterschieden, die verschiedenen Zusatzstoffe enthalten können und so weiter. Wir haben also zwei verschiedene Arten von Kunststoffabfällen. In jedem Fall können sie recycelt werden. Und heute gibt es zwei Arten von Recycling für diese Materialien. Mechanisches Recycling und chemisches Recycling. Wenn sie nicht recycelt werden können, können sie dennoch als Energiequelle genutzt werden. Dies ist auch unter dem Begriff Waste to Energy bekannt. Dies sind die Ströme, die Hebel, wenn man sie so nennen will, die im Hinblick auf die nachhaltige Verwendung von Kunststoffen entsprechend bewegt werden müssen. Vor allem, aber nicht nur, die ökologische Nachhaltigkeit. Wir können auf die Auswahl der Rohstoffe einwirken. Wir können das Recycling von Kunststoffen am Ende seiner Lebensdauer einwirken. Ich kann ihn zur Energieerzeugung nutzen. Lassen Sie uns nun jeden dieser Aspekte etwas näher beleuchten. Jeder sagt, Kunststoffe kommen aus dem Öl. Und das ist auch fast ganz richtig. Aber wie nachhaltig ist es, Kunststoffe aus Erdöl herzustellen? Jeden Tag werden weltweit etwa 80 Millionen Fässer Rohöl gefördert. Das meiste davon ist dramatisch verbrannt. Das heißt, es wird zur Herstellung von Kraftstoffen für den Verkehr verwendet. Dies ist fast die Hälfte. Und weitere 42% Erzeugung von Wärme und Strom. Nur ein kleiner Teil zu etwas anderem. Und dieses andere ist eine Menge Dinge, die durch Chemikalien hergestellt werden. Von Farben über Lösungsmittel bis hin zu Medikamenten, Düngemitteln und so weiter. Und ein noch kleinerer Teil, 5%, zu Kunststoffen. Die Behauptung, dass Kunststoffe für das Ende des Erdöls mitverantwortlich sind, ist also vielleicht ein wenig sensationslüstern. Ich möchte auch etwas anmerken. Wenn wir Öl verbrennen, gewinnen wir daraus Energie. Aber der Prozess ist unumkehrbar. Wenn ich sie in Kunststoffe umwandle, kann ich die Kunststoffe für das verwenden, was ich tun muss, ohne die Möglichkeit auszuschließen, eines Tages diese Energie wieder zu erhalten, die ich sozusagen nur zur Seite gelegt habe. Lassen Sie mich das erklären. Der Heizwert von Polymeren nehmen wir zur Veranschaulichung zwei der wichtigsten, Polyethylen, Polypropylen, ist nicht weit von dem von Benzin und Diesel entfernt. Ich kann sie also weiterhin zur Wärmeerzeugung nutzen. Und das geschieht durch die Verwertung von Abfällen zur Energie. Natürlich will niemand Verbrennungsanlagen, die alte abfällige Bezeichnung für diese Anlagen, weil sie offensichtlich die Umwelt verschmutzen. Auch hier sieht die Realität ein wenig anders aus. In Italien haben wir 38 entsprechende Einrichtungen. In Deutschland sind dies sogar 98 Anlagen. 2019 wurden die Ergebnisse einer gemeinsamen Forschung dreier italienischer Universitäten zum Thema Abfallverbrennung veröffentlicht. Es zeigt sich, dass die 38 Anlagen die folgenden Werte der wichtigsten Luftschmutzungsindikatoren aufweisen. Die untersuchten Werte sind Stickoxide, Kohlenmonoxid, PM10, so bezeichnet man den Feinstaub mit Partikeln mit einem aerodynamischen Durchmesser von weniger als 10 Mikrometer, sowie Schwefelprodukte. Der Vergleich mit Kaminen, Holzöfen und Pelletsöfen ist gnadenlos.
insbesondere im Hinblick auf die PM10-Emissionen. Aber selbst wenn wir sie mit unseren effizienten Gaskesseln vergleichen, stellen wir fest, dass sie 500% weniger Stickoxide, 1500% weniger Kohlenmonoxid, 800% weniger Feinstaub sowie 200% weniger Schwefelprodukte emittieren. Dies gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass Heizkessel in Privathaushalten hoffentlich ehrlich einmal überprüft werden. Jede Müllverbrennungsanlage wird dagegen in Echtzeit überwacht. Ein gut geführtes Müllheizkraftwerk ist heutzutage die nachhaltigste Wahl für die Behandlung von nicht wiederverwertbaren Abfällen. Es stimmt, dass es CO2 emittiert, aber da jeder biologisch abbaubare Stoff dies auch tut, sollte man bedenken, dass der biologische Abbauprozess als Endprodukt das gleiche CO2 hat. Es wird lediglich über einen viel längeren Zeitraum emittiert, aber auch in die Umwelt abgegeben, ohne dass irgendeine Form von Energie zurückgewonnen wird. Das werkstoffliche Recycling ist vielleicht das einfachste Verfahren, das wir uns vorstellen können, indem man die Tatsache zunutze macht, dass Kunststoffe, Thermoplaste um genau zu sein, eingeschmolzen werden können und mit ihnen wieder andere Gegenstände geformt werden können. Ist es möglich, Kunststoffabfälle zu verkleinern und direkt in Verarbeitungsprozessen wiederzuverwenden? Heutzutage sind mechanische Recyclingverfahren sehr beliebt, insbesondere solche, die mit postindustriellen Abfällen beginnen. Wie ich bereits erwähnt habe, garantieren sie eine höhere Qualität, gleichbleibende Eigenschaften und sind weitestgehend kontaminationsfrei. Diese drei von mir genannten Probleme machen es unmöglich, Kunststoffabfälle aus Haushalten mit der gleichen Technologie zu recyceln. Wir alle wissen, dass wir Dutzende von verschiedenen Kunststoffsorten in denselben Behälter werfen. Diese sind oft sehr schwer zu trennen, auch wenn die Technologie große Fortschritte macht und immer leistungsfähigere Maschinen zur Verfügung stehen, die diese Aufgabe übernehmen. Doch auch heute noch ist Recyclingmaterial aus Kunststoffabfall von Haushalten ein minderwertiges Produkt. Heute sind Post-Industrial Recycling Rezyklate eine obligatorischere Wahl. Zum Beispiel bei uns bei Lati, da wir Materialien für technische Anwendungen herstellen, die oft sehr anspruchsvoll sind und bei denen wir keine Kompromisse bei der Leistung eingehen können. Wir stellen bereits mehrere Sorten aus Post-Industrial Recycling her und haben festgestellt, dass es möglich ist, sie so zu verarbeiten, dass sich die Eigenschaften nicht nennenswert verschlechtern. Natürlich ist es manchmal nicht möglich, 100% recyceltes Polymer zu verwenden. Aber in jedem Fall sind die Umweltauswirkungen des resultierenden Produkts deutlich geringer als die des Standardprodukts. Diese Produkte haben wir bei uns im Hause zur leichteren Identifizierung unter dem Markennamen Lati Eco zusammengefasst. Die zweite Art des Recyclings, die etwas weiter stromaufwärts angesetzt als bei Unternehmen wie dem unseren ist, ist das chemische Recycling. Um das Ganze zu vereinfachen, werde ich ein Diagramm der chemischen Struktur von Polymeren nehmen, das wir in einer früheren Folge verwendet hatten. Ein Polymer ist ein sehr großes Molekül, ein Makromolekül, das durch die kontinuierliche Wiederholung vieler chemisch einfacher Einheiten, Monomere genannt, gebildet wird. Chemisches Recycling basiert auf geeigneten chemischen Reaktionen und Technologien, die in der Lage sind, diese Reaktionen umzukehren und aus einem Polymer wiederum die Monomerkette zu extrahieren, die dann zur Bildung neuer Polymere wiederverwertet werden können. Diese Technologie ist sehr interessant, da sie zu 100% recycelte Polymere hervorbringt, die sich in Bezug auf Leistung und Eigenschaften nicht von ihren ursprünglichen Gegenstücken unterscheiden lassen. Diese Prozesse sind jedoch auch deshalb schwierig durchzuführen, weil die chemischen Bindungen, die die Rhominine-Monomere zusammenhalten, von derselben Art
wie die Bindungen innerhalb der Monomermoleküle selbst, sodass es schwierig ist, die eine selektiv zu brechen und die andere nicht. Außerdem handelt es sich um echte chemische Prozesse, die eine geeignete industrielle Ausrüstung erfordern, nämlich die der chemischen Industrie. Das ist etwas ganz anderes als Abfall mechanisch zu zerkleinern und anschließend zu granulieren. Deshalb sind die Hauptakteure in diesem Szenario die großen Konzerne im Bereich der grundlegenden Polymerchemie. Ich möchte Ihnen drei als Beispiele nennen. Aquafil bedient sich eines Wasserfilms, der einen schönen Prozess für die chemische Regeneration des Polyamid 6 geschaffen hat und ein Produkt hervorbringt, mit dem wir zusammenarbeiten, dem sogenannten Ecolyl. Arbios produziert ein Polyethylen, welches sich unter anderem für Plastikflaschen eignet. Interessant ist hier das Verfahren, da die Herstellung mit Hilfe von Enzymen erfolgt, der Scheideweg zwischen Chemie und Biologie sozusagen. Neos entwickelt ein Verfahren für das Recycling von Polystyrol, einem Material, das aufgrund seiner vielzähligen Anwendungen im Verpackungssektor große Auswirkungen auf die Umwelt hat. Wie ich bereits sagte, handelt es sich dabei um chemische Verfahren. Und daher sind auch die Auswirkungen in Bezug auf die Treibhausgasemissionen nicht mit denen des mechanischen Recyclings vergleichbar. Betrachtet man den gesamten Lebenszyklus dieser Materialien, so stellt man fest, dass die Emissionen wesentlich geringer sind als bei der Synthese der gleichen Materialien aus fossilen Brennstoffen, was das große Interesse an der Entwicklung dieser Zukunftstechnologie erklärt. Zusätzlich zu diesen Möglichkeiten gibt es nun einen weiteren Weg, der ebenfalls eine nachhaltigere Wahl der Rohstoffe darstellt. Ich spreche von den sogenannten Biopolymeren. Und leider herrscht auch hier eine große Verwirrung in Bezug auf die Terminologie, die Klassifizierung und so weiter. Es ist wieder einmal an uns, die Informationen zu sortieren. Dieses Thema ist so umfangreich, dass es eine Stunde dauern würde, es zu behandeln. Aber wir werden es trotzdem versuchen. Versuchen Sie, mir zu folgen, aber ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Betrachtet man die Herkunft der Kunststoffe, das heißt die Stoffe, aus denen sie gewonnen werden, so kann es sich um Materialien aus fossilen Quellen, zum Beispiel aus Erdöl, oder aus biologischen erneuerbaren Quellen, aus Maisstärke, Zuckerrohr und so weiter handeln. Aber es gibt Polymere, die biologisch abbaubar sind und andere, die nicht biologisch abbaubar sind. Die Polymere, die nicht biologisch abbaubar sind und aus fossilen Quellen stammen, sind also hier. Und zwar die traditionellen. Alle anderen sind irgendwie umweltfreundlicher. Einige von ihnen sind schon seit Jahren bekannt, wie zum Beispiel PA11. Das ein traditionelles Polymer ist, aber aus Monomeren aus Rizinusöl gewonnen wird. Und so steht es hier. Aber was befindet sich dann auf dieser Seite des Diagramms? Die kurze Antwort ist, dass es hier die Verwirrung gibt, die ich bereits erwähnt habe. Und ich werde es weiter erklären. Ein Zigarettenfilter besteht meist aus Papier und Zelluloseacetat. Jüngsten Studien zufolge überlebt er in der Umwelt zwischen einem und drei Jahren, je nach Studie. Dies ist das Wrack eines Schiffs aus der Römerzeit. Es besteht aus Holz, das aus Zellulose und Lignin besteht und ist nach über 2000 Jahren in der Erde perfekt erhalten geblieben. Welches der beiden Produkte ist biologisch besser abbaubar? Offensichtlich der Zigarettenstummel. Sehr umweltfreundlich, nicht wahr? Kurzum, es bestand die Notwendigkeit, das Verständnis der biologischen Abbaubarkeit zu erklären. Dies hat zu spezifischen Normen und Messverfahren geführt, die nun zumindest vergleichbare Instrumente zur Bewertung der Umweltauswirkungen von Kunststoffen am Ende ihres Lebenszykluses bieten. Davon gibt es zwei grundlegende.
In der Norm EN 14046 wird die biologische Abbaubarkeit definiert als die Fähigkeit, sich unter natürlichen Umweltbedingungen durch die Entwicklung biologischer Agenzien wie Bakterien, Pflanzen, Tiere und andere physikalische Komponenten wie Sonnenlicht und Wasser in die chemischen Elemente aufzulösen, aus denen das Material besteht. Dabei werden diese biologisch abbaubaren Stoffe in CO2, Wasser und Biomasse umgewandelt. Wenn ein Gegenstand, wohlgemerkt ein echter Gegenstand mit seiner Form, Dicke und so weiter, nicht das Material, aus dem er hergestellt wurde, innerhalb von 6 Monaten in der Umwelt 90% seiner Masse verliert, dann ist er biologisch abbaubar. Dann gibt es noch eine weitere, strengere Norm, die EN 13432, die eine Kompostierbarkeit eines Materials definiert. Kompostierbar bedeutet, dass ein Stoff sich durch die Einwirkung von Organismen und somit biologisch abbaut, wobei innerhalb eines kontrollierten Zeitraums und unter bestimmten Bedingungen CO2, Wasser, organische Verbindungen und Biomasse entstehen. Um kompostierbar zu sein und somit zum Beispiel in der Mülltonne entsorgt werden zu können, muss es alle hier dargestellten Bedingungen erfüllen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rede von Biopolymeren nur dem Marketing dient und dass die Wahrheit wieder einmal sehr komplex ist und wir uns manchmal in unserer Einschätzung täuschen. Heute werden jedoch große Anstrengungen unternommen, um dies für die Verbraucher verständlicher zu gestalten. Ich zeige Ihnen ein Beispiel des TÜV Österreich, der ein Kennzeichnungssystem entwickelt hat, eine Art Aufkleber, der die Herkunft ökologisch oder nicht von Rohstoffen bescheinigt und die Auswirkungen am Ende der Objekte klassifiziert, von biologisch abbaubar bis kompostierbar in welcher Umgebung. Beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um Kennzeichnungen handelt, sondern um das erste und wichtigste System zur Klassifizierung von Abfällen im Hinblick auf die Umweltauswirkungen und oder die Wiederverwertbarkeit. Wir sollten lernen, ihn heute schon zu kennen. Denn eines nicht allzu fernen Tages wird es wahrscheinlich unerlässlich sein, diese Label zu benutzen. Was können wir nur tun für die nachhaltige Verwendung von Kunststoffen? Wir haben 5 Punkte gesammelt, die uns am wichtigsten erscheinen. Aber das sind sicher nicht alle. Es kann und muss so viel getan werden. Was meiner Meinung nach auch kurzfristig von grundlegender Bedeutung sein kann, ist Folgendes. Was konkret machbar ist und vor allem grundsätzlich auch kurzfristig möglich, wir müssen versuchen, das Einwegplastik auf das absolute Minimum zu reduzieren. Beispielhaft hier der medizinische Kunststoff, der notwendigerweise für kurze Zeiträume verwendet wird. Er garantiert uns hohe Sicherheitsstandards und verhindert Kontaminationen und so weiter. Diese Anwendungen sind nicht zu ersetzen. Andere Arten von Kunststoffen können jedoch einfach überdacht werden für eine längere Verwendung, zur Wiederverwendung oder man denkt über den Einsatz alternativer Werkstoffe nach, die noch eine längere Verwendung zulassen. Die Lebensdauer der Produkte verlängern und die Wiederverwendung und Reparatur von Gegenständen zu gewährleisten, ist heute ein grundlegender Aspekt. Hierfür gibt es in Europa eine Initiative, aber nicht nur in Europa, sondern auch in den Vereinigten Staaten gibt es eine Initiative, die darauf abzielt, die Unternehmen aufzufordern, die Reparatur von Gegenständen zu erleichtern. Es ist sinnlos, wenn wir weiterhin sagen, dass Kunststoffe die Umwelt verschmutzen, wenn wir weiterhin als Verbraucher Gegenstände wegwerfen, die praktisch neu sind. Wir müssen die Reparatur von Gegenständen ermöglichen, die defekt sind, aber nur minimale Schäden aufweisen. Durch einfache Reparaturen können wir die Lebensdauer von Geräten verlängern und so die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren. Punkt 4 steht die Forderung in der Entwicklung eines nachhaltigeren Produkts. Dies, indem es möglich ist, den Kunststoff zu trennen, den wir dort haben.
Die Ablehnung von Hausmüll ist darin begründet, dass hier viele verschiedene Stoffe miteinander vermischt sind. Wären wir in der Lage, trennen zu können, wie bei Industrieabfall, so wäre das Recycling der Stoffe signifikant einfacher. Schließlich noch Investitionen in Bildung und Information. Es ist wichtig zu verstehen, warum heute Kunststoff in so vielen Anwendungen Einzug gehalten hat und wie wir damit umgehen müssen. Ich denke, wir haben Ihnen heute wieder eine Menge interessanter Dinge erzählt. Vieles hierzu ist sicherlich uns allen bereits bekannt. Jedoch ist es wichtig, sich Gedanken zu machen, wie wir Kunststoffe und Kunststoffprodukte in der Zukunft nachhaltiger gestalten können. Es ist an uns, die in der Kunststoffindustrie arbeiten, den Ruf der Kunststoffe zu verbessern und die Errungenschaften hervorzuheben. Ich hoffe, Sie dann zum dritten Teil unserer Herbst-Webinar-Reihe wieder begrüßen zu dürfen. Sollten Sie Fragen zum Thema haben, können Sie sie gerne im Chatfenster mir zusenden. Diese beantworte ich dann, wie angesprochen, gegebenenfalls im Nachgang per E-Mail. Mitte November werden wir uns dann dem Thema Farbe und Ästhetik bei Polymeren annehmen. Wenn Sie mich kontaktieren wollen, können Sie mir Fragen, Wünsche, Klärungen oder Rückmeldungen gerne übermitteln. Unser nächstes Webinar findet dann bereits in 3 Wochen. Am 17. November statt. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. Ich bedanke mich nochmals für Ihre Teilnahme und wünsche noch einen angenehmen Nachmittag.